Also, laut diesem Plan ist dieses Gewässer dort, der Rhein, ein bis viele Menschen. Komm rein, du Hund! Also, komm rein! Ist nur der Rhein. Das geht nicht. Keine Chance. Der goldene Radweg geht an Leverkusen und Burscheid in Kombination für diesen wunderbaren, wahrscheinlich besten Radweg, den ich zumindest seit Landesgrenze hatte. Ich kenne da eine Abkürzung, hat Komoot gesagt. Die Abkürzung ist super. Das hier ist mein Weg. Ja, das ist ein sehr guter Weg. Einen wunderschönen guten Tag aus Willich. Bist du nicht willig, so komme ich vorbei. Wir waren gerade auf dem Pflanzenhof Moosheide. Wir haben uns mal ein bisschen beraten lassen. Ich weiß nicht, sieht man es? Kann ich die Kamera entsprechend ein bisschen drehen so? Ja, ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Reisebegleiter, eine kleine Mini-Palme, die jetzt am Lenker befestigt wird. Und die werden wir die nächsten 2000 Kilometer großziehen und hoffen, dass sie nicht bei einem Sturz ums Leben kommt. Ja, das war richtig lustig. Die haben mir jetzt einfach erstmal eine Palme mit ein bisschen Draht geschenkt. Und den habe ich mir jetzt an den Lenker gebaut. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Rhein. Das sind bis Düsseldorf jetzt gute 20 Kilometer. Und dann geht es heute, ab heute Nachmittag sozusagen, den Rhein entlang in Richtung Bodensee. Vielleicht heute bis Köln. Mal gucken, niemand weiß das, aber zumindest mal erstmal in die grobe Richtung. Wetter ist mal wieder wunderbar, wie die ganze Zeit schon. Meine neue Palmhalterung nervt hier ein bisschen am Lenker. Das muss ich noch mal ein bisschen optimieren. Das ist nämlich genau da, wo meine Hand aufliegt. Gut, das müssen wir gucken. Ich hoffe, Palmi frisst Hundefutter oder sowas. Nicht, dass ich da jetzt noch extra was muss. Ja. Radweg ist gerade mal ganz schön. Gestern habe ich ja viel geschimpft. Hier ist jetzt mal ein schöner, moderner, neuer, ausgebauter Radweg. Die Bundesstraße stört mich ja schon fast gar nicht mehr. Also auf zum Rhein. Los geht's. Sie auch in Deutschland richtig schöne Radwege durch die Natur, gut asphaltiert, in einem schönen Zustand. Oh, habe ich schon erzählt, dass ich Rückenwind habe, die Sonne scheint, Radweg ist toll. Ach, da kommt ein Hindernis, egal, auch das kann uns nicht stoppen. Stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Ah, passt das, passt das. Ah. Fahne, hier bleiben. Hier bleiben. Was ist denn? Und lauf. Lauf. Schnell. Man muss sehen, dass du schneller wirst. So ist das gar nichts. Man hat das Gefühl, du bist schwach. Also, laut diesem Plan ist dieses Gewässer dort, der Rhein. Das heißt, wir haben unser Ziel erreicht. Also unser Ziel ist der Rhein, also unser Wegweiser. Wir fahren jetzt den Rhein entlang bis zum Bodensee. Auf geht's. Ja, und wie zu erwarten war, ist jetzt der Radweg richtig genial. Und der geht wahrscheinlich bis zum Bodensee so, ne? Würde ich mal sagen. Ich denke, das ist jetzt schon Düsseldorf. Vielleicht ist es auch Neuss. So richtig gut kenne ich mich hier noch nicht aus. Nee. Hier geht die Bahn. So, er hat gerade gesagt, hier ist Düsseldorf. Also es ist Düsseldorf. Sonst hätte er nicht gesagt, ich bin gerade in Düsseldorf.
Oha. Ein bis viele Menschen. Ja, also das ist das Partyboot und die Party ist hier draußen. So macht man das. Mittlerweile bekannt, dass ich großer Fan von Städten bin. Lebensgefahr gepaart mit, oh mein Gott, und wo muss ich überhaupt lang? Warum schickt mich Komoot hier lang? Wieso stellst du dich mir in den Weg? Was soll das? Ja, zwei ihm rein. Ja, Städte, Stress. Schade, dass ich heute nach Köln fahre und dass Köln noch größer und stressiger ist. Vielen Dank, Komoot, damit, dass du mich hier mitten durchs Zentrum schickst. Das hilft mir sehr. Augen zu und durch. Ah, Angst. Nicht gucken, nicht gucken, nicht denken. Einfach Angst haben. Puh, überlebt. Hier geht's jetzt wieder. Hören wir mal auf zu motzen. Betonen wir mal die schönen Sachen, nämlich das Wetter zum Beispiel. Und dass wir diese Stadt gleich hinter uns haben. Gleich viel besser. Düsseldorf haben wir geschafft. Ach, Stadtfahren kostet echt Kraft. Kostet echt große Kraft. Ach, durch Köln müssen wir trotzdem durch. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Komm, ab zum Rhein. Lass uns da reingehen, Barney. Oh, ist der warm. Der ist richtig warm. Geil. Komm rein, du Hund. Also, komm rein. Ist nur der Rhein. Ja, so ist es fein. Wird ganz schön klein für den Rhein. Das ist ein Zebra. Halb Pferd, halb Zebra. Und da gab es jetzt gerade mal ein kleines bisschen Essen. Inklusive Planänderung. Es geht heute nicht nach Köln, denn Köln ist eine Stadt und niemand mag Städte. Also drehen wir um. Dafür geht es jetzt in die Berge. Nein, ich habe mit meinem Beifahrer von der Polarkreisexpedition gerade geschrieben. Der wohnt hier ganz in der Ecke und zwar ziemlich genau 24 Kilometer von hier. Mit einer Differenz von 350 Höhenmetern laut Navigationssystem. Und da geht es jetzt erstmal hin. Ah, irgendwie geht meine Klingel nicht mehr, seit ich eine Blume habe. Scheiße. Gerade noch so auf die letzte Sekunde, wirklich auf die letzte Sekunde noch Futter gekriegt, weil morgen ist Sonntag, das wäre ein bisschen knapp geworden. Barney, das gibt's jetzt nicht. Du musst jetzt erstmal wieder in dein Fahrzeug. Die gibt's gleich, wenn wir angekommen sind. Wir sind gleich da, in 2 Stunden. Und ja, das wollte ich euch nicht zeigen, sondern laut Komoot geht es gleich senkrecht hoch. Eigentlich müsste jetzt langsam so eine 90-Grad-Wand kommen. Wow, das fühlt sich auch schon ein bisschen schwer an. Schön sieht's hier aber aus. Schön sieht's hier aus. Ja, das ist anstrengend. Das ist... Das geht nicht. Keine Chance. Keine Chance. Das geht nicht. Der Hund muss raus. Oh Gott, war das schlimm. Oh Gott, war das schlimm. Oh, schöne Aussicht. Für eine Pause. Ja, wenn ihr auch mal so leiden wollt, müsst ihr als erstes ein Abo dalassen, Like drücken, Glocke drücken und dann müsst ihr euch auch hier so einen Eimer kaufen. Und dann macht er auch einfach so eine 3.000 bis 5.000 Kilometer Radtour. Barney, hierher. Es ist Riesenspaß. Es ist überhaupt nicht anstrengend. Das ist alles nur, ich habe mich eben ein bisschen mit Wasser überschüttet. Es ist schön. Nein, es ist wirklich schön. Es macht auch riesengroßen Spaß. Und es ist körperlich echt hart, diese Berge hochzufahren. Aber wir werden oben ankommen. Und zwar noch heute.
Ich bin im Höhenrausch, wenn es so etwas gibt. Ich bin gerade voll drin. Ne? Dreifache Unterstützung. Dieser geliebte Asphalt, der wird nicht schlechter. 26 km/h bergauf. Wir sind jetzt auf 200 Metern. Noch 110 Meter to go. Bitte, 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 bitte lass es diesen Asphalt sein. Ich bin bis ans Ende aller Tage nur dieser Asphalt. Es ist ein Traum. Ich habe ja gestern darüber geredet, den Entwicklungshilfefonds für unterentwickelte Radwege ins Leben zu rufen mit unserem Ionenradweg-E-Bike-Regenerator. Ich würde vorschlagen, es sollte auch noch in die andere Richtung gehen. Der goldene Radweg geht an Leverkusen und Burscheid in Kombination für diesen wunderbaren, wahrscheinlich besten Radweg, den ich zumindest seit Landesgrenze hatte. Puh, das war geil. Ich habe allerdings gerade bei einer kleinen Pause, Zwangspause an der Ampel gemerkt, dass große Teile meines Körpers unkontrolliert zittern und zucken, sobald ich mich nicht mehr bewege. Geradeaus auf Bahntrassenradweg Balkantrasse. Das war heute Morgen nicht so und ich denke, ich bin kein Mediziner, aber ich denke, was mein Körper mir versucht damit zu vermitteln, ist, dass 27,8 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt bergauf nicht der Situation angemessen sind. Ich schalte jetzt einfach mal einen Gang runter. Geradeaus auf Bahntrassenradweg Balkantrasse. Dieser wunderschöne Radweg führt er bis zum Balkan, dann fahre ich in den Balkan. Wenn dieser Asphalt in den Balkan führt, ich werde fahren, wohin er führt. Wir haben jetzt mit 280 Metern den höchsten Punkt des Tages erreicht. Oh. Eigentlich wollte ich schnell für dieses Video noch, ich habe doch eigentlich gesagt, dass du versuchen solltest, im Fahrzeug zu bleiben. Kannst du dich daran erinnern? Ja? Und das ist dir aber egal, ne? Los, einsteigen. Naja, bin nicht mein Freund. Also, eigentlich wollte ich, habe jetzt noch ein paar Sekunden Zeit gehabt. Die OD an den Asphalt muss ich noch komponieren oder was auch immer man damit machen muss. Dieses wunderschöne Stück Balkantrasse da unten. Das war ein Traum, hier hochzufahren. Es waren 250 Höhenmeter oder weiß ich gar nicht. Nee, was hat er gerade? Ich habe gerade gar nicht gesehen. Es waren sehr viele Höhenmeter, aber auf dem Untergrund ist es wirklich, wirklich, wirklich ein Traum. Ja, das Fahrrad schafft das auch, wenn der Akku voll ist. Volle Unterstützung heißt aber, so ein Akku hält halt noch 10 Kilometer, vielleicht 15. Wir sind jetzt gleich am Ziel, noch einen Kilometer. Ich denke mal, für den Höhenrausch und Geschwindigkeitsrausch lohnt sich ein Like. Das mit dem Abo und wie hieß das Ding, was die Kühe am Hals haben, nochmal. Mensch, ich komme. Glocke, Glocke, los, Glocke. Macht's gut. Ich kenne da eine Abkürzung, hat Komoot gesagt. Die Abkürzung ist super. Das hier ist mein Weg. Ja, das ist ein sehr guter Weg. Es ist Gott sei Dank keine Brennnesseln. Zweimal. Oh, Brennnessel, Brennnessel, Brennnessel. Ah, danke, danke, Brennnessel. Ah, schön. Endlich mal wieder Brennnesseln. Komoot, ich möchte mich nochmal ganz herzlich für dieses besondere Erlebnis bedanken. Ah! Was ist da? Ich hänge noch gar nicht fest. Oder eigentlich da fest? Los, da rüber. Rüber da. Rüber da. Ja, los. Bedanken möchte ich mich dafür. Denn ohne diesen schönen Weg würde ich wahrscheinlich jetzt schon kaltes Bier trinken. Oh, shit. Aber das ist ja kacke. Das geht ja noch ein Stück. Ich habe eine geile Idee. Nein, ich komme her. So, lauf. Ja, lauf vor.
Ja, weiter. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Hilf ziehen. Hilf ziehen. Betätigen. Barney, komm. Ich schaff das nicht allein. Komm her. Na komm, na komm, na komm. Ja, so geht's wieder. Oh, Pause. Schaff ich nicht. Fuck. Du machst das gut, Barney. Super. Das ist Teamwork, du. Das ist Teamwork, ne? Ja. Ein bisschen ist noch.